Martin Luther 2.0. Botschaften mit Jesus Christus im Zentrum. Gnade sei mit uns und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt. Amen. Wir haben seit langem angefangen, die Geschichte von der Bekehrung des Apostel Paulus zu besprechen, der früher Saulus heißt. Wir haben gehört, wie er dem Herrn begegnet und nun als blinder Mann in Damaskus wartet. Und da erscheint der Herr in einer Vision einem schlichten Jesus-Jünger namens Ananias. Und der Herr sprach: Ananias, und er sprach: Hier bin ich, Herr. Und der Herr sprach: Steh auf und geh in die Gasse, die da heißt, die Gerade, und frage in dem Hause des Judas nach einem Mann namens Saulus, denn siehe, er betet. Und nun unser Text: Denn siehe, er betet. Und er hat gesehen im Gesicht, in der Vision, einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und die Hand auf ihn legen, dass er wieder sehend werde. Herr, heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Heute Morgen muss ich gewissermaßen mich entschuldigen. So ganz ist es nicht nötig, aber so ein leichtes Unbehagen muss ich aussprechen. Sehen Sie, ich gebe mir furchtbar viel Mühe, so zu predigen, dass es jeder kapieren kann. Man wird den Pfarrern immer vor, ihr redet zu kompliziert. Ich gebe mir schrecklich viel Mühe, so zu reden, dass es jeder begreifen kann, auch der, der gar keine Ahnung vom Christentum hat. Hier gerade in diesem Saal, da schneiden ja alle möglichen Typen rein, nicht? Und da möchte ich gern, dass sie es verstehen, was ich sage. Ob es gelingt, weiß ich nicht. Aber heute Morgen, da führt uns nun der Text einfach so, dass sie nur jemand verstehen kann, der wenigstens schon einen allerersten Lichtstrahl von Jesus im Herzen bekommen hat. Wissen Sie, ein Weltmensch ist für unsere Augen nicht aufgeklärt, sondern blind und dunkel. Und dieses Wort kann nur einer verstehen, der wenigstens ein bisschen Licht durch den Heiligen Geist bekommen hat. Und wem das also fehlt, schade, aber ich kann Ihnen also nicht helfen dann, nicht? Aber vielleicht tut Gott Wunder, dass gerade so einer noch was mitkriegt. Sehen Sie, ich muss noch mal eine Geschichte erzählen, die habe ich wahrscheinlich unzählige Mal oft erzählt. Aber ich sage, immer einen alten Bekannten trifft man ja gern mal wieder, nicht wahr? Im Jahre 1921 ist in Ostfriesland eine merkwürdige Geistesbewegung, eine Erweckung aufgebrochen, die heute noch sehr stark nachwirkt. Viele Menschen kamen zur Erkenntnis ihres falschen Weges, ihrer Sünde. Selbstgerechte Leute brachen zusammen und suchten die freie Gnade Gottes in Jesus. Und der heimgegangene Pastor Immoch, der im Kirchenkampf uns sehr beigestanden hat, erzählte aus jener Zeit, dass auch die Dörfer, die er betreute, von dieser Bewegung ergriffen wurden. Der Geist Gottes wirkte gewaltig. Und nur in einem Filialdorf, da blieben die reichen Bauern verschlossen. Was sagten sie? Sünder soll ich sein, Gnade brauche ich, Unsinn. Wir sind recht, ich tue recht, scheue niemand, dieser alte dämliche Satz, nicht? Den vom Kaiser bis zum Straßenkehrer in Deutschland jeder auswendig lernt, mit der Muttermilch bereits, den sagten sie. Und dann hat Pastor immer gesagt, dieses Dorf ist von Gott abgeschrieben. Er ging lange Zeit nicht mehr hin. Und als er nach Wochen wieder hingeht, da trifft er den Bürgermeister auf dem Feld und das fällt ihm auf, der Mann sieht krank aus. Und dann geht er mit dem ins Dorf hinein, da stehen ein paar Bauern, die sehen krank aus.
Da sagt er, Leute, was ist mit euch? Habt ihr eine Epidemie im Dorf? Und dann ist ein Schweigen und dann sagt einer, wir haben Heimweh nach Jesus. Der Geist Gottes hatte sie ins Licht gestellt. Es ging ihnen auf, dass sie Gnade brauchten. Und nun hatten sie verachtet und Jesus schwieg. Wir haben Heimweh nach Jesus. Meine Freunde, unser Text heute will solchen Leuten was sagen, die erweckt sind, die aufgewacht sind aus ihrer Selbstgerechtigkeit, aus dem Schlaf der Sünde, die wissen, dass sie Gnade brauchen, die Heimweh haben nach Jesus. Für solche Leute ist unser Text maßlos wichtig. Denn unser Text spricht davon, wie Jesus Seelsorge treibt an solchen erweckten Leuten. Jesus lebt ja, er ist ja auferstanden. Nicht? Und wissen Sie, ich bin sehr froh, dass er selber Seelsorge treibt und das nicht uns Stümpern überlässt. Unser Text spricht von der Seelsorge Jesu an erweckten Leuten. Ich darf den Text nochmal lesen. Da sagt der Herr zum Ananias, siehe, er betet, der Saulus, er betet. Und er hat gesehen im Gesicht, das heißt also nicht hier ins Gesicht rein, sondern in einer Vision, in einer Schau. Er hat gesehen im Gesicht einen Mann mit Namen Ananias zu ihm hineinkommen und ihm die Hand auflegen, dass er wieder sehend werde. Seelsorge Jesu an erweckten Leuten. Erstens, er hört ihr Rufen. Ich habe drei Teile, ne? Er hört ihr Rufen. Wir erinnern uns, dieser Saulus, dieser junge Mann, war ein Feind des Evangeliums. Er war nicht Atheist, er glaubte an Gott. Aber er glaubt, dass der Mensch mit einiger Willensanstrengung gut sein kann. Er war ein Feind des Evangeliums. Und weil er ein ganzer Kerl war, hat er mit Fanatismus die Gemeinde Jesu verfolgt und verstört. Wir spüren in den Berichten der Bibel das Grauen vor diesem Manne, der mit Schnauben und Drohen wütet gegen die Jünger des Herrn. Und dann geschieht es, dass auf einer Reise nach Damaskus der Herr ihm erscheint. Es umleuchtet ihn plötzlich ein Licht, wie es heute nur bei einer Atomexplosion geschieht. So grell, dass er zu Boden stürzt. Und aus dem Licht dringt ihm eine Stimme entgegen, die durch Mark und Bein geht. Saul, Saul, was verfolgst du mich? Saul sieht nur zunächst nur das Licht. Das kann doch nicht wahr sein, kann doch nicht wahr sein. Er kann doch nicht wahr sein, dass Jesus wirklich lebt. Das Christentum ist ein Dogma oder eine Täuschung oder eine Lehre oder eine Idee oder ein bisschen Weihrauch für alte Omas oder Ähnliches. Kann doch nicht wahr sein. Wer bist du, Herr, fragt er. Ich bin Jesus, den du verfolgst. Der Saulus ist auf den lebendigen Herrn Jesus aufgeprallt wie auf eine Mauer. Ich weiß, was ich sage. Wie auf eine Mauer. Ich kann übrigens sagen, dass das meine Lebensgeschichte ist. Ich bin auf ihn aufgeprallt. Und das Bild ist nicht schlecht. Sehen Sie, eine Mauer ist eine Realität. Wenn ein Autofahrer meint, er könne so durchfahren wie durch Butter, das geht nicht. Eine Realität, eine Wirklichkeit. Und genauso ist Jesus eine Wirklichkeit. Wann werden wir das endlich in der Christenheit hören, dass Christentum nicht Eier, Popeye und Lehren und Dogmen und sonst was ist, sondern Realität. Jesus lebt. Stände nicht hier, wenn das nicht wäre. Und dann sitzt der Saulus, der war geblendet von diesem Licht. Er konnte nicht mehr sehen, sein Augenlicht war weg, tagelang. Er sitzt blind in einem Zimmer in Damaskus und hat nun Zeit, über sich nachzudenken. Und das ist eine gute Sache, wenn ein Mensch mal zu sich selber kommt. Wenn ein Mensch sich selber mal entdeckt, kann ich Ihnen sagen, das ist keine beglückende Entdeckung. Das ist gar keine beglückende Entdeckung. Das ist von Eheleuten, wo der Mann klagt über die Frau über den Mann
Und auf einmal machen sie Entdeckung, ich bin ja böse. Oder Jungs, die sich ärgern in ihren Eltern, der Alte versteht mich nicht und der Alte ist. Und auf einmal, ich? Also eine große Sache, wenn ein Mensch sich selber entdeckt. Und da hätte Paulus schreien mögen, als ihm aufging, mein ganzes Leben bis dieser Stunde ist eine ganz große Schande und Sünde vor Gott. War alles falsch. Alles befleckt. Ich bin überzeugt, und bitte hören Sie mir jetzt gut zu, weil es uns so betrifft. Ich bin überzeugt, dass der Saulus sich dauernd gesagt hat, ich habe es aber doch gut gemeint. Ich habe es doch gut gemeint. Ich habe der Wahrheit dienen wollen. Und jetzt sagt ihm der Herr, es kommt nicht drauf an, ob du es gut gemeint hast, sondern ob du mir gehorcht hast. Du bist schuldig. Alles verkehrt. Verlorener Mann, verworfener, sagt ihm sein Gewissen, sagt der Geist Gottes, sagt der Herr, sagt ihm das Gesetz. Ich muss einen Moment bei stehen bleiben. Sehen Sie, das ist, glaube ich, der größte Trick des Teufels. Dass er unsere größten Sünden uns so darstellt, dass es was ganz besonders Großartiges sei. Die schrecklichsten Morde im Dritten Reich sind begangen worden der Flagge, ich tue eisern meine Pflicht. Ich tue das Beste für mein Volk. Die schrecklichsten Sündenfälle von jungen Menschen auf sexuellem Gebiet sind geschehen der Flagge, die Liebe ist eine Himmelsmacht. Welch wundervolle Hingabe. Es ist ein Trick Satans, unsere eigentlichen Sünden uns zu verklären, dass wir meinen, was besonders Gutes. Wenn einer die scheußlichsten Betrug macht, sagt ihm der Teufel, welch eine Manifestation deiner Klugheit. Sehr interessant und mir immer sehr eindrücklich gewesen, dass in Goethes Faust das Gretchen, nachdem sie zur Mörderin geworden ist, klagt, eines der tiefsinnigsten Sätze von Selbsterkenntnis. Und alles, was mich dazu trieb, ach, war so gut, Gott war so lieb. Ich habe ihn gut gemeint. Meine Freunde, wie viele von Ihnen laufen in die Hölle, weil sie es gut gemeint haben. Vor Gott muss man sein Leben sehen, in seinem Lichte. Da sieht's anders aus. Bei dem Saulus hat dieser Quatsch nicht mehr verfangen. Der wusste, es war alles falsch und alles Schuld. Und sie ist nichts mit dem Guten im Menschen. Wir singen gerne im Weiglaus ein Lied, da heißt es, es gibt im Leben Herzeleid. Das ist das größte Herzeleid, wenn um die Sünde die Seele schreit. Wenn die Träne rinnt um der Sünde Last, wenn um die Sünde die Wangen erblasst. Das erlebte Saulus. Und da kriegt er Heimweh nach Jesus. Wenn man mal so weit ist, dass man sieht, an mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erde, dann möchte man Gnade, dann braucht man Heiland. Da kriegt man Hunger nach Jesus und Heimweh nach Jesus. Meine Freunde, Gott, schenken uns doch mal solch eine Erweckung. Das ist der Weg zum Leben. Was soll man in so einer Lage tun, wo man sich auf einmal schrecklich entdeckt hat und sich verworfen weiß von Gott? Der Saulus tat das einzig Richtige, meine Freunde. Es heißt, siehe, er betet. Er schreit, ach Herr, erbarm dich doch. Er sagt wie der Zöllner, von dem wir eben hörten, Gott sei mir Sünder gnädig. Was für eine Sache, ein stummer Mund tut sich auf. Herr Jesus, lass dich finden, reinige mich, erbarme dich, nimm mich doch endlich an. Ich stelle mir vor, welch ein inniges Vergnügen der Herr Jesus an diesem Gebet und diesem Rufen gehabt hat. Denn bei Licht besehen hat er es selber gewirkt durch seinen Heiligen Geist. Wie sollte ein Mensch dahin kommen in solche Wahrheitswelt, wenn nicht sein Geist das wirkt? Und so hat doch Herr ein Vergnügen gehabt, wie die Erziehung seines Geistes den Saulus jetzt dahin bringt, wo ein Mensch kommen muss in die Welt der Wahrheit hinein, Wahrhaftigkeit. Und ich bin überzeugt, dass das Herz des himmlischen Vaters entbrannt ist gegen diesen armen Saulus, der da schreit, er war alles falsch, erbarm dich. Und dass der himmlische Vater ihn am liebsten in die Arme genommen hätte.
Aber die Stunde war noch nicht da. Da müssen wir gleich mal reden. Saulus klopft an, am Gnadenreich. Lassen Sie mich mal an einem ganz dummen Bild klar machen, die geistliche Lage des Saulus. Er vor kurzem bei sehr schlimmem Regen einen Besuch machen wollen. Und da komme ich an das Haus hin, da war so ein Vordach über der Haustür. Ich mache meinen Regenschirm zu, meinen Triefenden, und klingele. Und dann regt sich nichts. Und dann schelle ich wieder. Und dann regt sich nichts. Und nun wusste ich genau, die Leute sind da drin. Wusste ich ganz genau. Ich schelle, sie machen nicht auf. Dumme Situation. Drin war ich nicht. Richtig draußen auch nicht. Ich stand dann im Vordäschen, nicht? Meine Freunde, das war die Lage des Saulus. Doch Herr hat ihn aufgeweckt. Er kann das alte Leben nicht fortführen. Aber drin ist er auch nicht. Er klopft an, aber der Herr tut nicht auf. Siehe, er betet. Er klopft. Aber der Herr tut ihm nicht auf. Eine schreckliche Lage. Und ich weiß, dass manche von hier sie kennen oder vielleicht gerade drin sind. Und sehen Sie, jetzt ist die Seelsorge Jesu mir so groß. Die Seelsorge Jesu an diesem erweckten Manne. Der Herr Jesus darf ihm noch nicht auftun, darauf komme ich gleich noch. Er kann ihm noch nicht auftun. Aber sein Herz entbrennt gegen diesen Saulus. Und er möchte ihm gerne ein Zeichen geben von der durch die Haustür, dass er ihn hört und dass er da ist und dass er schon kommen wird. Er möchte ihm ein Zeichen geben und gibt ihm ein Zeichen. Und ich muss im Moment von diesem Zeichen reden. Die Bibel sagt, dass der Herr dem Saulus eine Vision schenkte, eine Schau. Und in dieser Schau sieht er, wie die Tür aufgeht und ein Mann kommt, das geschah dann nachher auch, und ihm die Hände auflegt und ihn zu Jesus führt. Ich weiß nicht, wie das alles zuging, ich habe noch keine Vision gehabt. Und ich kann es also nicht so erklären. Es gibt Dinge, die gehen über meinen Verstand, denken Sie. Leute meinen manchmal, Pastor müsste alles wissen, um wen zu tun. Ich verzichte darauf. Ich weiß also nicht, wie das war. Aber eins wird mir sehr, sehr deutlich. Der Herr Jesus hat dem Saulus ein Zeichen gegeben. Du bist auf dem richtigen Wege. Klopf nur an die Tür des Gnadenreichs. Lass dich nicht entmutigen, Saulus. Mach weiter, ich höre dich ja. Sehen Sie, das ist die Seelsorge Jesu an erweckten Leuten. Sie müssen durch Tiefen. Meine Freunde, die Wiedergeburt ist kein Kinderspiel. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt, ist kein Kinderspiel. Das geht durch Höllen. Aber der Herr lässt keinen Augenblick diese Leute aus seiner Seelsorge raus und gibt ihnen das Zeichen, du kommst ans Licht. Wacht nur, halt aus. Der David sagt von dieser Stunde einmal, da ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Er gab mir ein Zeichen. Und er rettete mich aus aller meiner Furcht. Das ist das Erste. Seelsorge Jesu an erweckten Leuten. Er antwortet auf ihr Rufen. Und das Zweite, ich mache es ein bisschen geistlich schwer. Ich hoffe, Sie machen mir mit. Sind die Fenster oben alle offen auf der Galerie da? Dankeschön. Das Zweite ist, Seelsorge Jesu an erweckten Leuten. Er lässt sie warten. Sehen Sie, ich möchte am liebsten dem Heiland, wenn ich die Geschichte lesen, sage, Herr Jesus, warum bist du so hart mit dem Saulus? Er will doch jetzt ein neues Leben anfangen, das alte dahinten lassen. Und du willst ihn doch zum Eigentum haben, dann sag ihm das doch, tu ihm die Tür auf, vergib ihm seine Schuld. Nimm ihn in den Gnadenreich. Herr Jesus, warum bist du denn so grausam? Und das habe ich nicht nur beim Saulus gedacht, das denke ich oft in meiner Seelsorge, meine Freunde. Trotzdem ich ja nun alter Mann bin, habe ich ab und zu doch noch Seelsorge an jungen Menschen. Und eigentlich nur an solchen, die Gott erweckt hat. Die auf einmal merken, ich brauche ein völlig neues Leben durch Jesus. Und dann erlebe ich dasselbe. Dass so ein junger Mensch in der Bibelstunde oder hier erweckt und möchte sich zu Jesus bekehren. Und tut das auch ganz munter und denkt, das ist eine kleine Sache. Kleine Fische sagt man, nicht? Und dann geht ihm auf einmal auf mit Schrecken.
Ich weiß gar nicht, ob er mich annimmt. Er reagiert nicht, dieser Herr. Ich weiß, er lebt. Aber er sagt mir nicht, ob er mich angenommen hat. Als ich einem jungen Menschen mal sehr zuredete, glaub doch, was im Wort Gottes steht, da sagt er, das muss er mir selber sagen. Und er sagt mir es nicht. Ach, meine Freunde, ich muss hier einen Augenblick einen Einschub machen und reden von jenen schrecklichen Christen, die zu Dutzend hier in dem Saal sitzen. Die mal an dich geklopft haben und sagen, Herr Jesus möchte dir gehören. Und er hat ihn noch nicht aufgetan, noch nicht die Gewissheit des Heils gegeben. Und dann, dass ich im Bilde bleibe, richten sich an der Haustüre ein, vor der Haustüre. Man kann sich ja auch vor der Haustüre etablieren und einrichten. Das ist sogar noch ein ganz praktischer Platz. Da ist man noch in der Welt drin, kann alles mitmachen, nicht? Frisch, fröhlich. Und sonntags von 8:30 bis 9:15 gucken wir das Schlüsselloch dann in das Reich der Gnade rein. Man hat so gewissermaßen beides. Ich möchte euch sagen, hat man gar nichts. Wenn ich Weltmensch wäre, dann wollte ich in der Welt sündigen, dass es kracht. Oder ich muss ins Reich der Gnade hinein. Aber an der Haustür etablieren, da geht man um beides betrogen davon, nicht? Ich bitte euch, die ihr vielleicht selig werden wolltet und einen halben Schritt getan habt und er hat euch noch nicht aufgetan, macht weiter! Seht ein aufrichtiges Sehen, wie der Saulus konnte sich damit nicht begnügen lassen. Er hat angeklopft, bis er erfuhr, wer im rechten Glauben mutig klopft an, dem wird ohne Zweifel endlich aufgetan. Er hat versprochen, wer anklopft, dem wird aufgetan. Aber bis dahin gab es ein langes Warten, Tag um Tag. Siehe, er betet. Saulus weiß, Jesus lebt. Und ich muss ihm jetzt gehören. Aber ich weiß nicht, ob er mich will. Er ruft, aber der Herr antwortet nicht. Jetzt komme ich in eine ganz wichtige Sache und Gott gebe, dass ich sie klar machen kann. Dieses Warten lassen gehört zur Seelsorge Jesu. Wir sind Leute, muss alles im Tempo gehen. Hopp, hopp, hopp. Gebe zu, dass ich davon auch befallen bin. Tempo, nicht? Aber in geistlichen Dingen, da geht es nicht nach der Uhr. Die Seelsorge Jesu bedeutet, dass er Menschen warten lässt. Und wenn ich nun frage, warum denn, Herr Jesus, dann könnt ihr ja antworten, ich bin Herr, ich brauche dir keine Rechenschaft geben. Aber er erklärt es uns. Und ich möchte Ihnen mal sagen, warum Jesus oft heilsverlangende Menschen so warten lässt. Das möchte ich Ihnen erklären. An einem Bild. Warum Jesus heilsverlangende Menschen oft warten lässt. Der Herr Jesus hat mal ein Gleichnis erzählt von einem König, der eine Hochzeit, ein Gastmahl machte und lud schließlich von Hecken und Zäunen alles ein. Weil ich eine blühende Fantasie habe, habe ich mir Folgendes vorgestellt, dass in derselben Stadt ein kleiner Kneipwirt war, der genau an demselben Tage seine Kneipe zum blauen Affen oder wie der sie ist, eröffnet hat. Und nun macht das wieder König, er lud alle ein von Hecken und Zäunen, nicht? Sollten in seine Kneipe kommen. Die beiden sind sich sehr ähnlich, der König und der Kneipwirt. Beide laden sie alle Welt ein. Alle. Beide freuen sich, wenn viele kommen. Und doch ist ein toller Unterschied. Wo ist der Unterschied? Ich meine jetzt nicht darin, dass beim Wirt bezahlt werden muss und da nicht, sondern der weiß uns auch einen Unterschied. Der Wirt ist darauf angewiesen, dass die Leute kommen. Er ist am nächsten Tag schon pleite, wenn keiner kommt. Aber der König ist nicht darauf angewiesen. Es ist Gnade, wenn man kommen darf. Und in dieser Wartezeit, wo Saulus anklopft, da lernt er, Jesus braucht uns nicht. Du darfst in die Hölle laufen. Du darfst deinem alten Wesen bleiben. Du darfst als unwiedergeborener Mensch weiterwurschteln und dich betrügen. Du darfst. Doch Herr ist nicht auf dich angewiesen. Es ist Gnade, wenn ich anklopfen darf
und er mir die Tür auftut. Darum lässt der Herr seine Leute warten, dass sie es lernen, wir haben kein Recht an ihnen. Ach, diese ganze christliche Laden heute, wo sich so ein dicker Bäuer einbildet, der liebe Gott müsste strahlen, wenn er Kirchensteuer zahlt und sonntags und Weihnachten mal in die Kirche geht. Täuschen Sie sich nicht. Der Herr braucht Sie nicht und mich auch nicht. Wir haben kein Recht an ihn. Kein Recht an ihn. Und Saulus lehren in dieser Wartezeit, es ist Gnade, wenn er mir die Türe auftut und mir sagt, dir sind deine Sünden vergeben und mich an sein Herz nimmt. In dieser Zeit hat Saulus bestimmt und in solchen Wartezeiten, da studiert man das Kreuz Jesu. Da bleibt man stehen vor dem Kreuz, in dem die Gnade erschienen ist und klopft an, bis man es fassen kann. Es quillt für mich sein teures Blut, das glaube und fasse ich. Es macht auch meinen Schaden gut, denn Jesus starb für mich. Ich bin überzeugt, diese Wartezeit legt Jesus oft auf. Wo man nicht weiß, bin ich ein Kind Gottes, bin ich angenommen, ich bin nicht angenommen, wo man anklopft. Diese Wartezeit schafft der Herr, damit uns unser verlorener Zustand gründlich aufgeht und man Heimweh nach Jesus kriegt und lernt, wie nötig man ihn braucht. Wissen Sie, ich habe auch den Eindruck, unser ganzes Christentum heute ist eine so oberflächliche Geschichte, so eine kleine Mischung von Moral und Albert Schweitzer und Jesus und liebe Gott und so. Schüttelt nicht und es gibt dann so einen kleinen christlichen Trank. Gott legt uns so eine Wartezeit auf einer erweckten Seele, damit sie ihren ganzen verlorenen Zustand erkennt und weiß, ich bin verloren, ich bin ja schon an Pforten der Hölle, wenn Jesus mich nicht annimmt. Und man klopft an, bis man erfährt, wer da anklopft, dem wird aufgetan. Lassen Sie mich noch kurz ein Drittes sagen. Jesu Seelsorge an erweckten Seelen. Vielleicht sind Menschen hier, die sagen, ich verstehe gar nicht, wovon der Mensch redet. Den darf ich zwischendurch eben sagen, dann seien sie reichlich beunruhigt. Denn dann können sie sagen, dass sie überhaupt noch völlig tot sind, noch nicht eine Spur erweckt sind. Jesu Seelsorge an erweckten Seelen. Er hört ihr rufen, er lässt sie warten. Und das Dritte, er verweist sie an die Gemeinde. Können Sie noch einen dritten Teil anhören? Liebe Freunde, es ist so schwül hier in diesem Saal, aber in ein paar Wochen haben wir eine Klimaanlage, da werden Sie staunen, wie das hier eine frische Luft ist. Halte aus, liebe Gemeinde. Er verweist sie an die Gemeinde. Er verweist sie an die Gemeinde. Also was ist das für eine merkwürdige Seelsorge des Herrn Jesus? Da hört er nun den Saulus, der betet, er betet. Herr, nimm mich doch an. Herr, du nimmst doch Sünde an. Du bist doch gestorben für Sünde. Nimm mich doch an. Sag mir es doch auch. Das tut Jesus nicht. Sondern er sagt ihm in einem Gesicht weiter nichts als das. Ich werde dir einen Mann schicken, der mich schon lange kennt. Einen Bruder. Und da ist gerade jemand ein bisschen umgekippt. Wollen wir eben Vers singen. Habt ihr noch das Lied aufgeschlagen von eben? Das nächste. Wollen Sie mal 103? Zuhören, wir wollen pünktlich schließen. Wenn die Klimaanlage fertig ist, können auch Herzkranke wiederkommen. Das ist jetzt etwas kritisch in dem engen Saal. Doch Herr verweist den Saulus an die Gemeinde. Ich sage, was ist das für eine merkwürdige Seelsorge, dass der Heiland nicht einfach dem Saulus sagt, ich vergebe dir die Sünden, sondern ihm nur sagt, ich werde dir einen Bruder schicken, der dich zum Kreuze Jesu führen soll. Das ist eine merkwürdige Seelsorge. Und da sagt der Herr Jesus unüberhörbar, bitte hören Sie das, unüberhörbar,
Ich lasse dich geistlich nicht weiterkommen, wenn du nicht in die Hand von Brüdern und Schwestern kommst, die dir den Weg weisen können. Er verweist uns hier an die Gemeinde. Der Herr Jesus macht dem Saulus deutlich, du hast die Gemeinde verfolgt, du genierst dich jetzt da vor denen natürlich und du möchtest am liebsten jetzt ganz allein und individuell deinen Weg gehen. Gibt's nicht, ich schick dir einen Bruder. Gibt's nicht. Ich kenne ein junges Mädchen, die hat gesagt, ich gehe nicht in die Kirche. Wenn der Pastor Mund aufmacht, weiß ich, was am Schluss rauskommt. Kenne ich alles. Ich will nur für mich die Bibel lesen. Ich habe gesagt, sie wird nicht zum Frieden kommen. Kann keiner zum Glauben kommen, der Weihnachten bei der Kirche aufkreuzt. Kann er nicht. Können Sie Ihren Angehörigen schriftlich von mir bringen, wenn Sie es wollen. Hier steht es in der Bibel. Gemeinschaft. Die Gemeinde ist heilsnotwendig. Muss man nichts fragen, was ist denn Gemeinde? Da wird heute nun reichlich Schindluder mitgetrieben. Darf ich Ihnen in aller Deutlichkeit sagen, Gemeinde ist noch nicht ohne bei der Stabe und Kirchturm und Pastoren, Küster und Kindergarten ist. Man sagt da heute, ihr müsst die Gemeinde halten, das heißt jetzt im Kirchturm. Das, also in der Bibel finde ich nirgend, dass es Gemeinde ist. Gemeinde ist da, wo zwei oder drei können noch mehr sein, denken Sie, in seinem Namen versammelt sind und Nahrung wollen aus Gottes Wort. Der große Dichter Graf Zinzendorf, dessen Lieder wir gerne singen, wir haben eben gesungen, Herzen der Zweien zusammen, das ist von ihm, der ist in einer Zeit einer erkalteten Kirche durch Deutschland gereist und hat die Gemeinde, die wahre Kirche gesucht und fand sie nicht. Wie er sie fand bei den verfolgten, flüchtigen, emigrierten mährischen Brüdern. Es könnte bald die Zeit in Deutschland sein, wo man rumirrt. Uns läutet allerorts und Kirchtürme und alles da. Aber wo sind die zwei oder drei, die versammelt sind, um Nahrung aus dem Worte Gottes zu bekommen? Nicht Idee, nicht Diskussion, nicht Unterhaltung, sondern Speise des Lebens. Ein heilsverlangendes Herz kann zur Not auskommen und wir tun es ja hier ohne Glocken und ohne Orgel und ohne Pastoren, ohne Küster und ohne Kindergarten und ohne was weiß ich alles. Aber es kann nicht auskommen ohne Brüder und Schwestern, die den Herrn Jesus schon kennen, ihres Heils gewiss geworden sind und einmal der Hand nehmen können und mir sagen, sieh, da ist der Weg unter Jesu Kreuz. Und die mich in der Fürbitte tragen, bis ich unter Jesu Kreuz, wie Zinzendorf sagt, angekommen bin. Da stehen dann die Tore zum Reich der Gnade weit offen. Lassen Sie uns beten. Herr, du hast es geschenkt in unseren Tagen, dass viele Menschen erweckt worden sind und heilsverlangend sind. Und wir empfinden, wie wenig wir ihnen helfen können. Und nun treib du die Seelsorge und rüst auch die du ihnen nun zuweist, die Ananiasse, rüste sie aus mit Vollmacht. O Herr, ich danke dir, dass du unseren Tagen nochmal neues Bewegen gibst, aus allem Institutionellen heraus. Lass uns dabei sein, wenn dein Reich kommt. Amen.